Eine Erinnerung an einen Helden unserer Vergangenheit. Ein Meister der sogenannten Trümmerliteratur, nämlich Wolfgang Borchert. Wenn man seine Biografie betrachtet, wird man unweigerlich ergriffen von der Tragik, die sich in seinem Leben abgespielt hat. Er war von dem Wunsch erfüllt, Künstler zu werden, wurde dann in den Zweiten Weltkrieg eingezogen als ganz junger Mann und hat im Krieg unglaublich viel gelitten. Nicht nur durch die Umstände der kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Feind sozusagen, sondern auch wegen seiner offenen Kritik am NS-Regime. Und dann nach dem Krieg konnte er als traumatisierter, kranker Mann keinen Fuß mehr setzen, hat aber trotzdem, und es ist unglaublich berührend, wenn man sich mit ihm auseinandersetzt, nicht aufgegeben. Auf einer Ebene in seinem Herzen hat er immer den tiefen Wunsch, andere zu trösten und dieses unendliche Leid, was sich manifestiert hatte in dieser Zeit, zu überwinden, ein Leuchtturm zu sein. Es gibt ein wunderschönes Zitat von ihm: Ich möchte Leuchtturm sein in der Nacht, für jedes Boot, und bin doch selbst ein Schiff in Not. Er hat diesen Wunsch gehabt, mit seiner Gabe, mit seinem Talent, durch sein Schreiben andere zu berühren, andere zu trösten, und das, was kaputt gegangen war, gleichsam zu transzendieren und andere mit zu erheben, Hoffnung zu spenden. Und er starb schließlich einen Tag vor der Theateraufführung seines Stückes draußen vor der Tür, das in plakativen Bildern die Verzweiflung seiner Generation zum Ausdruck bringt. Und da könnte man jetzt natürlich draufblicken und sagen, so im Stile unseres postmodernen Nihilismus und westlichen Selbsthasses, in die Richtung, es ist eh alles umsonst und es ist eh alles egal. Man könnte auch auf Wolfgang Borchert blicken und sagen, ach komm, egal was der Mensch macht, er ist sowieso nur umsonst hier. Aber wenn man genau hinblickt, diese Liebe, die Wolfgang Borchert in seinem Herzen hatte, die Sehnsucht für andere da zu sein, der Wunsch, anderen Licht zu sein, andere zu trösten, den hat, wenn wir so wollen, die große Liebe, die hier alles zusammenhält, die alles trägt, die Gott genannt wird, diese Liebe hat diesen Wunsch gesehen und hat den guten Wunsch, den Wolfgang Borchert hatte, genommen und weitergetragen über seinen Tod hinaus und so viele Menschen berührt. Und selbst mir geht's so, obwohl natürlich draußen vor der Tür eigentlich sehr traurig macht, dieser Heldenmut, diese Tapferkeit, dieses Durchhalten, auch die Ehrlichkeit, die Selbstanalyse, das gibt so viel Kraft, wenn man damit in Berührung kommt, nicht aufzugeben, weiterzugehen und daran zu glauben, dass nichts umsonst ist. Und dass wir, selbst wenn wir schwach sind, selbst wenn wir nicht viele Möglichkeiten haben, selbst wenn uns das Leben viel zumutet, dass selbst dann unsere guten Wünsche im Herzen auch für andere von Bedeutung sind. Der Wunsch für andere da zu sein, dass der von der Liebe getragen wird und seine Wirkung zeigt zur rechten Zeit. Und diesen Geist wünsche ich allen,
jetzt in der Zeit, in der wir leben. Robert Habeck gibt selbst zu, es ist eine Zeit der Transformation. Es wandelt sich ganz viel, es herrscht so viel Unsicherheit. Wolfgang Borchert kann uns noch heute der Leuchtturm sein, der er immer sein wollte, weil er uns zuruft: Gib nicht auf. Die Liebe, die du im Herzen hast, den Trost, den du spendest und sei es auch nur in guten Gedanken, die du hinaussendest in die Welt. Nichts davon ist umsonst.